Servus Ladon, Zock hier, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel und einem neuen Video der Streamer-FAQ-Reihe. Heute geht's um dieses Produkt. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, es ist ein sogenannter USB-Capture-Card oder auch Cam-Link genannt und dient dazu, dass ich Systemkameras oder Spiegelreflexkameras per HDMI direkt mit dem Computer verbinden kann und dann eben diese Quelle in OBS hier einfügen kann, damit ich die Kamera als Facecam hier nutzen kann. Das Besondere an diesem Teil hier, dieses kostet 15 Euro und was es im Vergleich zum Platzhirschen von Elgato kann, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Genau, der Platzhirsch ist nämlich definitiv der Camlink 4K von Elgato, kostet um die 130 Euro und ja, es gibt Alternativen. Speziell die Corona-Zeit hat uns natürlich hier ein bisschen erfinderisch werden lassen, denn lange Zeit war der Elgato Camlink hier nicht mehr verfügbar. Man hat hier auf Amazon etwas herumgesucht und plötzlich gab es jede Menge von diesen, ich sage jetzt einfach mal No-Name-Produkten, die alles sehr ähnlich aussehen. Also gefühlt stellt das auch eine Firma her und es gibt hier lauter verschiedene Brandings. Meiner sieht noch etwas anders aus. Der sieht wirklich aus wie der Camlink von Elgato. Die meisten sehen aber wie USB-Sticks aus und kosten eben im Vergleich zum Elgato Camlink um 130 Euro eben hier nur 15 bis 20 Euro, je nachdem welche Version man hier verwendet. Im Normalfall vergleicht man immer Äpfel mit Äpfel, Birnen mit Birnen, aber ja, fairerweise mache ich das in diesem Video nicht, denn der Camlink 4K von Elgato, 4K, so wie der Name schon sagt, kann eben Auflösungen bis 4K hier anzeigen, beziehungsweise bei 4K eben 30 FPS und bei Full HD 1080p eben auch 60 FPS. Im Vergleich dazu, diese Geräte können im Normalfall 1080p und 30 FPS anzeigen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so, das ist halt der Standard. Aber man muss auch einfach fairerweise sagen, so wie ich hier jetzt aufnehme, reicht im Normalfall auch 1080p bzw. 30 FPS für eben so Just Chatting oder ähnliche Formate. Ja, qualitätstechnisch, wie die ganzen Geräte abschneiden, wie der Elgato abschneidet, seht ihr gerade, weil ich habe ihn gerade in Verwendung mit einer Sony Alpha 5100. Das Ganze ist unbearbeitet, also hier keine Filter oder sonst irgendwas darüber gelegt. Und wie das Teil hier aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich versuche das Ganze so ein bisschen einzublenden, vielleicht sogar ein bisschen parallel einzublenden, damit ihr die Qualitätsunterschiede seht und man muss auch ehrlich sagen, sie sind da. Qualitätsunterschiede sind da. In der Farbe, gut, beide sind hier jetzt unbearbeitet und man könnte vielleicht noch ein bisschen was mit Filtern, mit Farbkorrekturfiltern in OBS hier aufbessern, aber man sieht schon im ersten Blick einfach einen Unterschied, ganz speziell eben auch bei der Schärfe. Da gefällt mir der Camlink 4K hier wesentlich besser und man muss jetzt einfach abwägen, ist dieser Qualitätsunterschied für euch 115 Euro wert? Das müsst ihr wohl selbst wissen, denn für mich war es es wert. Ich bin aber auch ein Mensch, so ein Qualitätsfanatiker. Ich versuche immer noch die bestmögliche Qualität hier irgendwie rauszuholen. Ich verstehe aber auch den ein oder anderen, der sagt, na, 130 Euro sind mir einfach zu viel für den Spaß. Ich möchte mich vielleicht mal ausprobieren in dem Thema Streaming oder Videoschnitt oder wie auch immer und greife erstmal auf eine günstigere Variante wie eben solche No-Name-Produkte. Wie gesagt, der Qualitätsunterschied ist auf jeden Fall da, aber ich möchte euch mit diesem Video so ein bisschen die Angst nehmen, zu solchen No-Name-Produkten zu greifen, denn das Gerät steckt man an, funktioniert sofort einwandfrei und gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Wenn es mal Probleme gibt, ist es natürlich so eine Sache, wie halt immer bei No-Name-Billigprodukten wird man wahrscheinlich auch nicht viel Support erwarten können. Deswegen kostet der Elgato dementsprechend auch
das zahlt man natürlich hier auch mit. Also, ihr habt den direkten Vergleich. Ihr müsst es selbst abwiegen. Ich kann auf jeden Fall ein Go hier geben für solche No-Name-Produkte, vielleicht sogar als Zweitgerät, wenn man zwei Kameras oder drei Kameras einbinden will, je nachdem, sei euch entschieden. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video geholfen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Habt ihr Fragen zu den Produkten oder Videovorschläge, was ihr mir in Zukunft anschauen könntet, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur alles Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Zocki.